Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute gibt es mal was Spezielles, Besonderes und ja, es geht um die Synology 220 Plus. Ich habe mir so ein Ding geholt und ich werde euch jetzt kurz erzählen, was das Ding kann, ob es sich lohnt, das Teil anzuschaffen und ja, ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Okay, hallo nochmal, ich bin Jay und ich erkläre euch heute kurz die Synology NAS, was man damit alles machen kann und so weiter. Ich würde sagen, wir starten hier in der Menüauswahl mit den installierten Programmen, die ich nicht so viel benutze, darum sind sie hier versteckt. Wie ihr seht, viele Dinge werden auch von anderen Tools benötigt. Und die werden dann automatisch mit installiert, also zum Beispiel hier oder das, das und so weiter und so fort. Egal, weiter im Text. Wir haben hier ein Antivirus und das Hyper Backup. Diese zwei habe ich speziell dazu installiert, weil das eine Antivirus ist klar und Hyper Backup speichert meine NAS auf einer externen Festplatte. Das heißt, die komplette NAS ist nochmal abgesichert durch ja, eine USB-Platte. Und ein paar Dinge hier kommen wir später noch dazu. Gut, dann würde ich sagen, als erstes klicken wir mal auf das Paketzentrum und hier sehen wir alle Tools, die verfügbar sind. Ich muss dazu sagen, es sind eigentlich noch ein paar mehr verfügbar, aber ich bin hier auf der Beta-Version 7 und eigentlich ist die offiziell über das NAS-System gar nicht installierbar. Man muss über die Webseite das Ganze manuell machen, weil es wie gesagt noch eine Beta-Version ist. Aber ihr könnt das gerne machen. Das funktioniert einwandfrei. Die meisten Programme sind upgedatet, funktionieren auf der Version 7, obwohl es eine Beta ist. Und ihr könnt eigentlich alles ganz normal nutzen. Funktioniert einwandfrei. Okay. Als nächstes gucken wir uns die Systemsteuerung an. Ist eigentlich nichts Besonderes. Hier könnt ihr viele Dinge einstellen. Müsst ihr euch ein bisschen durchklicken, ein bisschen das Ganze angucken. Wie gesagt, ich werde nicht tiefer in die Dinge reingehen hier. Das mache ich dann vielleicht irgendwann in einem anderen Video oder ja, ein Tutorial oder so. Werden wir gucken. Wenn ihr jedenfalls Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich wusste eigentlich nichts und hatte keine Ahnung von NAS oder Netzwerken und ich bin jetzt momentan voll drin, habe viel gelesen, habe viel Videos geguckt und bin jetzt voll im Thema drin. Also wenn ihr irgendeine Frage habt, eine Noob-Frage, nicht hier irgendwie, keine Ahnung, dann schreibt sie in die Kommentare und wenn ihr schon dabei seid, gebt dem Video ein Like. Okay. Als nächstes gucken wir hier mal in die Filestation. Ist eigentlich nichts anderes als ein Explorer, wie ihr den von Windows kennt. Okay, dann als nächstes haben wir hier die Webstation. Auf der Webstation laufen hier verschiedene Server, wie ihr seht. Ist hier, könnt ihr das alles konfigurieren und das Ziel ist eigentlich, dass ihr eure eigene Webseite von eurem Home-Server aus betreiben könnt. Ich habe jetzt eine Domain gekauft und ja, das funktioniert eigentlich wunderbar. Wie das Ganze tief funktioniert, will ich hier mal nicht erklären. Das würde ein bisschen das Video sprengen. Dann als nächstes Synology Photos. Mit dem könnt ihr eigentlich von eurem iPhone oder Android-Gerät die Fotos backuppen. Funktioniert einwandfrei. Ich habe etwa ungefähr 10.000 Bilder und Videos auf meinem Telefon und die haben ohne Probleme hier gesynkt, alles auf die NAS geladen und die sind jetzt safe. Als nächstes die Surveillance Station. Ich habe hier in meiner Wohnung und um meine Wohnung herum ein paar Überwachungskameras und die kann ich alle mit Surveillance Station überwachen, steuern. Und wenn irgendwas erkannt wird oder ein Geräusch gehört wird von der Kamera, dann wird das hier auf der NAS gespeichert. Ich kann unterwegs mit meinem Mobiltelefon darauf zugreifen, ich kann die Kameras bedienen und gucken, was gerade so abgeht. Ist wirklich super einfach und mega praktisch. Dann als nächstes Synology Drive, ist eigentlich dasselbe wie Google Drive. Für alle, die es kennen, ihr könnt Daten hin und her senden, in die Cloud, aus der Cloud raus. Ihr könnt euren Kollegen oder so Links senden, die damit sie Daten runterladen können natürlich und ja,
Ist eigentlich ganz simpel. Dann haben wir hier noch das Protokollcenter. Klicke ich mal drauf und dann sehen wir hier, ja, die Dinge, die passiert sind die letzten Tage auf dem Gerät. Eigentlich nicht viel Spezielles, weil wenn es mal eingerichtet ist, braucht ihr eigentlich nicht mehr viel zu tun, weil ihr könnt alles automatisieren. Ich habe hier natürlich auch das NAS unter den Netzwerken hier verbunden, damit Windows es erkennt und einfach als Netzlaufwerk ganz normal man hier Ordner und Daten hin und her schieben kann. Eigentlich relativ simpel. Dann natürlich hier, wo ist es? Hier die Gratis-Version von Ashampoo Backup. Dann seht ihr hier, diese vier Festplatten werden über dieses Netzlaufwerk gebackupt jeden Mittwoch um 19 Uhr. Und ihr seht, es hat funktioniert, keine Fehler, alles wunderbar. Das Programm ist kostenlos und es speichert alle eure Daten, die ihr wollt, auf dem NAS. Aber dazu müsst ihr es, wie gesagt, in Windows aktivieren, denn man kann es sonst hier nicht einstellen, den Pfad. Ja, so viel zu dem. Und wie gesagt, man kann alles automatisieren. Also das heißt, das Backup vom Computer auf die NAS und das NAS auf die USB-Festplatte. Alle Daten von der Surveillance Station, ah, das wollte ich auch noch kurz zeigen. Hier gibt es auch noch eine coole Funktion. Ihr seht hier das ganze Zeug zum Einstellen und hier rechts sehen wir den Home-Modus. Das heißt, wenn ich mit meinem Mobiltelefon in die Nähe komme von meinem Haus oder ins WLAN verbinde, schaltet sich das komplette System automatisch aus und wenn ich das Haus oder das Gebiet wieder verlasse, schaltet sich das Ganze hier wieder ein. Ist super praktisch und mega einfach. Ja, das hierzu. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Es ist super von außerhalb erreichbar. Das heißt, ihr könnt mobil eure Daten vom Telefon auf die NAS speichern und unterwegs Musik hören oder Videos gucken oder was ihr wollt. Und die Daten liegen schön zu Hause auf dem NAS und sind safe. Ja, okay. Ich würde sagen, fürs erste Video wäre es das, einen kurzen Überblick über die Daten, über die Dinge, die ihr hier machen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und gebt dem Video ein Like. Ich werde gucken, vielleicht in Zukunft mache ich mal ein Tutorial über die einzelnen Dinge hier, wie man was einrichten kann. Weil ich habe gesehen, auf YouTube gibt es viele Dinge, aber entweder sind sie mega kompliziert oder mega lange und ich denke, ich bringe das ein bisschen schneller und übersichtlicher und einfacher hin, da ich mich jetzt selber wie ein Idiot hier in das Ganze reingearbeitet habe und ja, jetzt ein bisschen Ahnung von dem Ganzen habe. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao!